Was wollt ihr? Fürst Shimura hat euch Sake geschickt. Zum Dank für die Rückeroberung seiner Festung. Ich bewache den Gefangenen. Der geht nirgends hin. Wenn ihr wartet, trinken eure Freunde alles allein. Ich habe nur Wasser getrunken, seit wir hergekommen sind. Ihr habt ihn euch verdient, mein Herr. Kenji, was tut ihr da? Wonach sieht es aus? Los jetzt! Wenn ich fliehe, kann ich unser Volk nicht vereinen gegen den Khan. Mein Onkel wird mir nie mehr trauen. Wenn ihr bleibt, schickt er euch zum Shogun zur Verurteilung. Die Befehle kamen gerade an. Das Volk braucht euch, Fürst Sakai. Yuna braucht euch. Wo ist sie? Im Norden, folgt dem Khan in die frostige Ödnis. Sie hat euer Schwert. Sie wartet auf den Geist. Vergib mir, Onkel. Findet Masako, Norio und Sensei Ishikawa. Bringt sie nach Omi. Yuna und ich öffnen den Pass und ihr stoßt zu uns. Sie wartet in Kin mit eurer Ausrüstung am heiligen Baum. Euer Pferd ist in den Ställen draußen. Laut einer Dienerin ist beim Tor ein Stück Zaun beschädigt. Dort könnt ihr hinausschleichen. Ich lenke die Männer draußen ab. Aber ich will nicht hier sein, wenn sie merken, dass ihr fehlt. Danke, Kenji. Wie schmeckt euch der Sake, meine Herren? Gut genug, um den Gestank brennender Mongolen zu vergessen. Alles hier stinkt nach Tod. Dank dieses verdammten Geistes. Ich habe gehört, dass er heute Abend eine Rede vor dem Hauptgebäude hält. Bin ich sicher? Hoffen wir es. Wie er sie getötet hat, das ist kein Mensch. Ihr seid der Geist. Seid leise, bitte. Da vorne ist ein Stück Zaun kaputt, mein Herr. Bestimmt könnt ihr dort hinaus. Danke. Keine Sorge. Wir halten alle zu euch. Eine Woche auf dem Boot und jetzt stehe ich hier nur rum. Wann jagen wir die Mongolen? Shimura ist vorsichtig. Nach dem, was mit der Brücke passiert ist. Ist es wahr? Fürst Sakai hat alle Mongolen vergiftet? Nur alle hier. Der Rest der Armee des Khans plündert die nördlichen Präfekturen. Der Krieg ist nicht vorbei. Fürst Sakai ist geflohen! Sucht überall! Findet ihn! Wir suchen Helden, mein Herr. Hat ihn jemand gesehen? Vielleicht ist er nach Nord. Ihr beiden, sattelt auf! Der Rest von euch ans Tor! So ist gut. Schön ruhig bleiben. Ist er? Das wissen wir, wenn wir ihn kriegen. Er hat seine Ehrlosigkeit schon gewusst. Ruhig. Ich bin's.
Ich konnte dich nicht beschützen. Alles verbrannt. Sie sagte, Yona wäre beim heiligen Baum. Keine Waffen. Ich muss mich versteckt halten. Sturm zieht auf. Hoffentlich finde ich Yona bald. Legion Jacinta, hä? Sein Herr, so. Nein. Yona ist nicht hier. Doch diese Menschen, sie waren bestimmt Opfer der Mongolen. Wissen, wie man mein Gift macht. Jetzt setzen sie es gegen uns ein. Mukos, Barternik! Sie haben mich vergiftet. Ich kann sie im Sturm abschütteln. Bist du das? Zum Glück bist du wieder wach. Ganz deiner Meinung. Die Mongolen haben mein eigenes Gift benutzt.
Woher haben Sie es? Ich weiß es nicht. Aber Sie können es jetzt selbst herstellen. Sie haben es wohl an den Leuten von Keen getestet. Bevor die Stadt verbrannte, sah ich Familien, die in Blutlachen lagen. Es gibt nur noch einen Ausweg. Khotun Khan töten. Seine Armee ist jetzt in einer Festung an der Küste. In Izumi. Wir brauchen ein Sammellager in der Nähe. Ich schaue, was ich finde. Deine Sachen sind in der Truhe. Triff mich am Aussichtsturm, wenn du bereit bist. Ich muss Yuna finden. Da ist ein besserer Ausblick. Klettere hinauf und sieh hinüber zum Berg. Ein Versteck. Irgendwo beim Berg. Die Yogaku-Pagode. Geschützt, verteidigungsfähig und in unmittelbarer Nähe zur Festung des Khans. Da wäre nur ein Problem. Die Mongolen besetzen sie. Das lässt sich beheben. Auf zu den Pferden. Pferd. Auf der Flucht schossen die Wachen auf uns. Sie töteten Kage. Tut mir leid. Dann müssen diese hier halten. Vorerst. Diese Menschen aus Kin? Ich weiß nicht. Die Mongolen brannten viele Städte nieder. Hätten wir nur ihre Armee verfolgt, statt einander zu bekämpfen. Wieso hast du dich deinem Onkel ergeben? Ich konnte dich ihnen nicht überlassen. Mein Onkel brauchte einen Sündenbock. Und ich war seine erste Wahl. Er wollte mich nur beschützen. Gemäß seiner Pflicht vor dem Shogun. Ich ergab mich, damit du nach Norden fliehen und den Khan verfolgen konntest. Shimura ist sehr nah, sich gegen dich zu wenden. Für ihn war ich wie ein Sohn. Ich habe seinen Traum zerstört. Indem du das Richtige tatest. Recht zu haben macht nicht immer alles besser. Sag das denen, die du gerettet hast. Wenn wir den Khan töten und die Mongolen verjagen, besteht die Chance, dass dein Onkel dir vergibt? Ich brauche Fürst Shimuras Vergebung nicht. Bedauerst du nicht, wie es jetzt ist? Was auch geschieht, seine Vergebung ändert nicht, wer ich bin. Er glaubt, ich hätte dich verdorben. Ich traf meine eigene Wahl. Es hat mich viel gekostet. Doch ich würde es wieder tun. Selbst wenn der Shogun mich als Verräter brandmarkte. Wir sind fast am Yogaku-Tempel. Es gibt ein Fischerdorf am See. Von dort könnten wir das Tempelgelände ausspähen. Lass die Pferde hier. Wir gehen zu Fuß. Der Wald hier ist sehr dicht.
gute Deckung. Für uns und für die Mongolen. Der sicherste Weg zum Tempel ist vielleicht durch offenes Gelände. Oder eingefrorenen See. Sie haben Gefangene. Sie werden erfrieren. Wir befreien sie, säubern das Fischerdorf, dann erobern wir den Tempel. Eine Signalkanone. Um den Tempel vor Angriffen zu warnen. Ich warte besser, bis der Feind näher ist. Tindwen! Archin! And you, Anutek. Hier zu Tode. Ihr seid jetzt frei. Das waren alle hier. Der Tempel ist besser geschützt. Ein Ansturm wäre unklug. Sehen wir uns das mal genauer an. So. Bogenschützen beobachten den See. Die sehen uns kommen und schalten uns aus. Locken wir sie zu uns. Wie? Mit der Signalkanone. Das lockt sie auf das Eis. Dann teilen und herrschen wir. Da ist Sprengstoff auf dem Eis. Machen wir es uns zunutze. Halte Wache. Ich locke sie heraus. Ja. Das weckt ihre Aufmerksamkeit. Ich sollte zurück zu Jungen. Es funktioniert. Sie sind auf dem Eis. Erledigen wir sie. Zur Pagode. Wir müssen.
müssen den Angriff sorgfältig planen. Der Wasserfall ist gefroren. Klettern wir hinauf und dringen von hinten ein. Mir nach. Kriegsherr und seine Wachen. Wenn er leidet, ergreifen sie die Flucht. Geschafft. Ihr seid sicher. Wir dachten, wir würden als Sklaven sterben. Die tun euch nichts mehr. Keine Mongolen. Feste Mauern. Wir sind hier wohl sicher. Dein Onkel wählte seinen Weg. Und ich meinen. Koto Nashimuras Taktiken studiert. Er kann eine Samurai-Armee zerschlagen. Doch auf uns ist er nicht vorbereitet. Wir lassen ihn bluten. Für Taka. Für alle.